So, herzlich willkommen zurück. Wir sind hoffentlich bereit für das, was vor uns liegt, und ohne weiteres Gequatsche geht's los. Ich glaube, das Mädchen mit dem Namen Reese ist direkt hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Was ist denn los mit ihm? Hat er irgendwie falsche Wahrnehmung? Naja, wir öffnen den Vorhang und treten ein und stellen uns dem, was kommt, mit. There it is. Ja. Da ist sie. Wir stellen uns ihr mit. Look, the real one's here too. Oh, zwei von ihnen. Ich glaube, ich bin im Himmel. Ach, du alte Rampensau. Stop it. Aber dieser goldene Bikini. Oh, what's the matter? You want to show your stuff, don't you? How's this? Please stop this. Ja, ich könnte mir das noch stundenlang ansehen. She wants me to stop. That's so funny. As if that's even close to what you're really thinking, you little skank. You're me, and obviously I'm you. No, that's not true. Ja, ist in diesem Fall schwer zu sagen, welche Version besser gefällt. Come on, look. You can't tear your eyes away. Wer könnte da schon auch vorbeigucken, hä? Bist du nicht gerade Reset? Sie überschlägt sich schon die Stimme. Reset? Who the hell is she? There's no such person in this world. Ja, und die echte Reese ist also eine richtige Partysau, während Reset nur das kleine unschuldige Ding auf der Bühne ist. Schon klar. Ja, immer in die Augen schauen, ne? Aber was ist denn furchterregender? Die Augen. Die Augen? Die Augen, ne? Die Augen oder die. Dinger, die große Türen öffnen. I guess it's time to prove it. I'm gonna show it all off. Oh yeah. Also dieses Spiel ist ein Problem. Dieses Spiel ist ab 16, also kannst du nicht alles zeigen. Das könnte. Let my naked truth be burned into your brains. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen pervers mit deinen Aussagen. Stop! Nein, sag's nicht! No, don't say it. Ja, sag es bitte mit noch weniger Enthusiasmus. Zu spät, verdammt. Oh je, in was sie sich jetzt wohl verwandelt, frage ich mich. Hast du gut gemacht, Reese. Was ist das? Da hat für jemand mit zu viel Pastelltum. Oh yeah, und wir stehen direkt. I am a shadow, the true self. And now the moment you've been waiting for. It's time for me to show you every last inch of myself. Ja, aber dummerweise bist du mit Farbe bekleckert. And for our guests in the front row, I'll give you extra special, extra intense service. Oh, was heißt das denn jetzt? Looks like she had issues of her own after all. So kann man das auch ausdrücken. We'll stop her from going berserk. Oh, you're going to rush the stage? What an ill-mannered guest. Maybe you're looking for an experience that's a little more intense.
Immer her damit. Zeig mir, was du drauf hast, Baby. This one's tough. Hang in there. Shadow Rise. Naja. Gut, legen wir los. Gehen wir hier mal eine Packung Eis. 84, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, irgendwie eine eklatante Schwäche hat sie eh nicht. Also was mir im Moment Sorgen macht, ist der Skillpunktestand von uns. Ich meine, bei Yukiko die Anzeige sieht auch nicht so so pralle aus, aber Yukiko hat halt auch den riesen Vorrat an Skillpunkten. So, also wir machen so mit unseren magischen Angriffen so immer um die 80 bis 90 Schaden. Angriff erhöhen. Da machen wir mal bei ihr, weil sie hat ja eh die physische Stärke. Oh je. Ah, okay. Ja, bei Yukiko kannst du das ruhig weiter probieren. Die kannst du damit so schnell nicht ins Grab befördern. Aber diese, ihre Bewegung, ich frage mich, ob dafür jemand Motion Capturing gemacht hat. Die sind irgendwie so hypnotisch. Naja, okay. Probieren wir mal es hiermit. 70, oje. Ist sie natürlich stärker. Sie hat ihr naturell liegt halt auf magischen Angriffen. Naja. So. Greifen wir mal an. Das war 51 Schaden. Okay. Sie macht 90, weil sie auch gestärkt ist. Oh, und sie hat unsere Resistenz gegen Feuer gerade eben zerstört. That is not good. Wie wird unser Hauptcharakter wohl ein wenig mit Feuer auf die Nuss kriegen? Lass ich mich jetzt aber mal nicht von aufhalten. Bisher macht Spaß. Was? Okay, oh je. Heißt das, du legst die Farbe noch ab? Tja. Also wenn das dein True Self ist, dann wünsche ich dir noch viel Glück für diesen Kampf. Also da hatte dein Vorgänger Shadow Kanji wesentlich mehr zu bieten, muss ich sagen. Oh, das ist ein Angriff gegen alle. Ach, wir haben... Ah, da Rampage haben wir sogar noch. Könnten wir mal probieren. Nice. Aber es war nur ein Treffer, oder? Ja. Oh! Uiuiui, jetzt holst du aber mal den... den Hammer hier raus. That's what she said. So, gut, die Hälfte haben wir hier schon mitgegeben. Läuft ja bisher ganz gut. Fast ein wenig zu gut, würde ich sagen. Oh! Und das war dann der Punkt, wo es, wo die Scheiße dann anfing zu dampfen. Oh je. So ein Mr. Sandman hier. Erst so mal jemanden in Sicherheit wiegen und dann mal hier rauspacken. Kurz vor Toreschluss oder so. Naja. Gut, die Verwirrung ist geheilt. Damit ist nicht zu spaßen. Ja. Oh yeah.
Und was heißt das? Supreme Insight. Oh Gott. Was macht sie da? Sie analysiert uns. No touching allowed. Okay, und was hat das jetzt zu bedeuten? Ja, Spoiler-Alarm. Das hat eine Menge zu bedeuten. Denn darum wähle ich ja jetzt auch ab. Denn wir können sie jetzt quasi nicht mehr treffen. Weil sie uns analysiert hat. Und wir müssen uns eine Weile verteidigen. Ich überlege jetzt gerade. Das wird auch nicht rückgängig gemacht. Von daher macht es eigentlich nur Sinn, weiter zu verteidigen. Das ist nicht gut. So, und so durchsichtig zu sein. Hey, aber... Der Kampf scheint vorbei zu sein, oder zumindest unterbrochen. What's the deal here? Our attacks keep missing. Ja, sie hat uns durchschaut. Damn. It's like it's anticipating our every move. Psycho Mantis. I can see your every move. Und so weiter und so fort. Ja, was machen wir da jetzt bloß? Ja, stimmt, sie hat Teddy nicht analysiert. Oh, oder doch? That power. I think it's scanning us. Oh, this is not good. Das ist die Erkenntnis des Tages. What exactly does that mean? Das heißt, dass wir egal, dass es nicht gut ist. Verdammt nochmal. Analysis complete. Die holt sich darauf noch echt. Ach nee, sie kann ja gar nicht. See if you can dodge, hmm? Stop it! Oh Gott. You gotta be kidding. Scheiße. How are we supposed to win? Ich hab da eine Idee. Wie wär's, wenn ich den Controller in Anschluss Nummer 2 stecke? Vielleicht kann sie... Are we going to die? Und dann nicht mehr... Was ist los mit euch? Ihr redet vom Sterben? Komm, wir haben doch schon gegen schlimmere Sachen gekämpft. Also bitte. Teddy, tu was. Helf uns. Helf uns. Hau sie. Am I going to be all alone again? No. That's not what I want. Genau, schüre deinen Hass. Shit, it's winding up again. Werde zum Super Saiya Teddy. Okidoki, here we go again. Oh Gott. Goodbye forever. Scheiße. Tu was? Oh, shit, it's coming. Yeah. My body's moving on its own. Why am I stepping forward? Wow! I feel like I'm going berserk. Berserk. Zeig's ihr. I'll do it. Genau. A good look at Teddy's last stand. Hey, komm, wir wollen mal nicht übertreiben, okay? Hau sie einfach kaputt, bevor sie angreifen kann. Irgendwas. Hau ihr zwischen die... This high energy reading. Is it coming from that weird thing? It's over. Bear Thousand. What the hell are you doing? Ja, du siehst doch, er wird zum Super Saiyajin. Teddy!
Wow. Heilige Scheiße. Er hat's geschafft. Teddy! Was? Oh mein Gott. Hilf dem armen Kerl. You idiot. You could have died. Did I help? Hast uns den Arsch gerettet. You didn't just help. You saved our lives. Neat. I'm so glad. I didn't want to be alone anymore. Oh Mann, der arme Kerl. Jetzt ist er zweidimensional quasi. Teddy. Aber naja, in ihm war ja nichts drin und deswegen ist er jetzt auch wohl platt. Aber er kann widerstehen. What in the world? No! My fine silky fur! I was so proud of it! Oh Mann, der arme Kerl. Looks like he's gonna be just fine, I guess. Ja, genau. Lassen wir ihn doch einfach mal alle stehen. Risa-chan. Where am I? I'm sorry. It's all my fault. Ja. Ja, wir können dir das leider nicht vor den Kopf knallen. Aber sagen wir einfach, keinem ist was passiert. Really? Thank God. Ja, außer dem Teddy da, ne, aber... Ja, ich meine, wir sind ja... Weil wir eh schon so Ärsche sind und ihn da haben liegen lassen. Stand up. Reden wir auch einfach mal so darüber. I'm sorry. You must have been in a lot of pain up to now. Ich glaube, sie hatte keine Schmerzen, aber wir. Und du sagst jetzt besser das Richtige und akzeptierst sie. Sonst gibt's hier bald mal Tofu am Spieß. You're part of me, but I kept refusing to admit you existed. I was trying to figure out who the real me was. But I realize now that I was on the wrong track. There is no real me. It just doesn't exist. Was? Das... There's no real me? Das verstehe ich irgendwie nicht. You, me, even Rosette. They were all born from me. All of them are... me. Ja, und du bist real. Stärke des Herzens, die benötigt wird, um sich selbst gegenüberzutreten, wurde manifestiert. Ui. Ja, schaut ja himmlisch aus. Rizzi hat sich ihrem anderen Ich gestellt. Sie hat die Fassade erhalten, die benötigt wird, um die Hindernisse des Lebens zu überwinden. Die Persona Himiko. Rizzi-chan! Careful. I'm all right. Hey, you're the one who came to the store, right? Yeah. Oh, yeah. And these guys came with me. Ach, du bist jetzt der Mann hier, ne? Naja, als Fan wollen wir ihm mal das überlassen. So, wir stellen uns mal alle schnell vor. I thought I recognized you guys. Thanks, everyone. Ja, wir sind deine Lieblingsstalker. We'll explain everything later, but for right now... What's wrong, Chie?